Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von The Inner World. Ich habe mal kurz pausiert, weil die Wachen gerade günstig stehen. Ich glaube, wir können mit denen mitlaufen. Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. Fast hätten sie mich gesehen. Puh, okay, sie sehen mich trotzdem. Ich könnte es... Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Okay. Das funktioniert ja auch nicht. Abgrund. Was ist denn da Schönes? Sieht verdammt tief aus. Die klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ein bisschen unfair. Dieser Weg führt direkt in den Abgrund. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Können wir mit der Wache reden, wenn wir das Plakat nutzen? Das war doch jetzt geraten, oder? Wenn sie mich einsperrt, wird Laura mich umbringen. Hier haben wir noch den Käfig. Ein Vogelkäfig. Ein Hauptquartier. Okay, ein Hauptquartier. Können wir das Plakat darüber hängen, sodass der Vogel schläft? Dann... Aber noch eine Alarmglocke? Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Können wir die benutzen? Oh, hoppla, nee. Kaputt. Hoffentlich bricht jetzt kein Feuer aus. Ich muss Laura finden. Okay, also wir müssen den Vogel ruhig stellen. Das übliche Problem. Wir müssen den Vogel irgendwie ruhig stellen. Und dazu, wir wissen ja alle, was passiert, wenn Wellen sie dich im Dunkeln sind, sie schlafen. Wir brauchen also etwas. Etwas zum Rüberlegen. Können wir mit der Conroy-Handpuppe was machen? So blöd sind die doch nicht, oder? Warum sollte ich... Ja, genau. Ups. So, jetzt aber. Naja... Ich könnte obwohl nein. Haben wir noch was Notiz? Nee. Können wir ja auch bestimmt nicht dem Typen nach vorne geben, oder? Am Hangar. Ja, bringt aber nichts. Ja, ach, wir haben ein Hämmerchen. Ich hab ganz vergessen, dass er noch sein Knie hat. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Hui, ein Ausrufezeichen. Was wir damit wohl machen könnten. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Okay, die Murmel ist schon mal weg. Können wir das Ausrufezeichen in Klarlack tunken? Finger weg, das dürfen nur Mechaniker... Ja, das kennen wir schon. Das natürlich auch. Und hier haben wir nichts. Hier haben wir noch einen mechanischen Basil. Es ist wirklich eine Maschine. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Es bedeutet, dass Conroy entweder der brillanteste Lügner Asposiens ist oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an beides. Conroy. Eindeutig den beides. Den brauche ich nicht zu streicheln. Ist ja voll cool, ja. Achso, können wir mit dem Fragezeichen hier vielleicht eine Kurbel ersetzen? Das taugt nicht als Kurbel. Conroy sicherlich auch nicht. Ups. Das taugt nicht. Ja, wie erwartet. Das hölzerne Ausrufezeichen, das Holz. Warum sollte... Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich wusste nicht, ich versuche nur. So, hier haben wir nix weiter. Was könnten wir noch machen? Wache? Okay. Ach so, weil die Wache gerade da stand. Nein. Ja. Nicht die Zeit rumzualbern, hier haben wir noch Käfig. Das mache ich nicht. Und die Notiz von Laura auch nicht. Warum soll... Ja, das Plakat ja auch nicht. Das... Und Conroy ist recht nicht. Ich glaube nicht.
Tja, jetzt sagst du nichts mehr. Ja, würde mich auch wundern. Also, das wäre dann das krasseste Ding ever. Können wir hier das Ausrufezeichen runterwerfen? Nein, sie ist... Können wir die Alarmglocke damit schlagen? Warum sollte ich... Na, warum denn nicht, Conroy? Warum so... Mir gehen die Ideen aus? Das wird nicht klappen. Mir gehen langsam echt die Ideen aus? Das wird... Mir gehen echt wirklich die Ideen aus. Was mache ich? Ja. Ich glaube. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Wir können hier nichts benutzen. Wir müssen noch die Mechanikerwache rausfinden. Da haben wir eigentlich noch Gesprächsoptionen mit dem Herrn Wellensittich. Vielleicht finden wir dann dadurch wenigstens den Namen raus, dann können wir die Kennung geben. Darf ich nochmal stören? Machst du jetzt schon? Ja, Wachen. Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs! Jeder hat ein besonderes Talent! Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechanikereinheit, die absolute Elite! Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden! Oder die Marschwachen, was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Conroy? Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich habe schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Okay. Danke für das... Mit seinen Körnern. Können wir... das Ausrufezeichen irgendwie hier durchschreddern durch die Kaffeemaschine? Warum soll... Ja, weiß ich doch auch nicht. Da ist nichts drin. Da gehört Kaffee rein. So brüht man keinen Kaffee. Mist. Hier haben wir noch eine Flagge. Conroy hat sich tatsächlich seine eigene Flagge erschaffen. Er ist größenwahnsinnig. Können wir mit dem irgendwie reden, wenn wir das Plakat benutzen? Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht. Du bist doch eine der... Nenn mir... Ja... Okay. Hey, Moment! Die Kennung hat drei... Klar. Ja, ja. Es funktioniert eh nicht. Ah ja, und der... Das ist keine Mechaniker. Du bekommst nichts. Können wir so mit ihm reden? Hallo? Wer da? Ach, wir können tatsächlich auch so mit ihm reden. Ja, was mit deinem Knie? Was ist mit eurem Knie? Habt ihr euch verletzt? Was? Ach, das alte Wurzelballverletzung. Einer der Jungs von den Marschierwachen hat mich kurz vor dem Tor weggegrätscht. Meine Sehne hat sich aufgerollt wie ein Jojo. Au. Ja, seitdem ist mein Knie angespannt wie eine Sprungfeder. Geil. Könnt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch Wurzelball spielen? Klar. Aber die lassen mich nicht mehr. Ich trete jetzt so fest zu, dass niemand mehr meine Bälle annehmen kann. Der Letzte hat seinen Fuß verloren. Oh. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Kerl, der es mit einem Kopfball versucht hat. Oh. Ich will nicht wissen. Was ja, ich weiß ihr es aber. Eigentlich? Das sieht aus wie ein Basil. Findest du? Oh, danke. Ich habe auch schon über einen Namen nachgedacht. Wie findest du Pompadeus Reus? Zu dramatisch? Was ist mit all den anderen Basilen?
Das ist schon fast eine ganze Armee. Für die habe ich mir noch keinen Namen überlegt. Aber Conroy wollte sie alle das Bataillon der Zerstörung nennen. Was? Frag mich nicht, ich finde es auch langweilig. Ich meine, wo bleibt da der Subtext? Ja, wo bleibt der Subtext? Hat jeder von diesen Basilen einen versteinernden Blick? Claro. Wenn ich das Teil erstmal gefunden habe, das man dazu einsetzen muss. Wir müssen ihn aufhalten. Was hast du gesagt? Ich sagte, wir müssen ihm was zum Geburtstag kaufen. Schon in Arbeit. Wir Wachen sammeln gerade alle Asp in einem Topf. Ihr wollt Conroy gemeinsam was kaufen? Anweisung vom Chef. Wer ist euer Chef? Conroy. Wow. Dein Imbusschlüssel sieht sehr praktisch aus. Das Teil ist mein Untergang. Ach so. Man weiß nie, wo vorne und hinten ist. Aber es ist doch eigentlich recht leicht. Man muss nur... Ich meine, ich hatte beim Wacheneignungstest fast die volle Punktzahl. Was war denn das für ein Test? Man musste die Tür finden. Oh, wart ihr in einem Labyrinth? Nein, in einem Wartezimmer zum Aufnahmetest. Kann ich ihn jetzt haben? Den Imbus. Nein, du bist nicht berechtigt. Okay, weiter nachfragen wir ihn. Kann ich den Imbus haben? Ich weiß, da steht Leertaste zum Überspringen. Tut mir leid, Kumpel, den brauche ich noch. Außerdem bist du keine Mechanikerwache und damit nicht befugt. So, kannst du über die Flagge reden? Da hinten hängt so eine komische Flagge. Ich habe so eine noch nie gesehen. Was bedeutet sie? Das ist die neue offizielle Fahne der Rechtschaffenheit. Abt Conroy hat sie selbst entworfen. Oh ja, ich erinnere mich. Kunst war ein Hobby von Conroy. Er war sehr kreativ beim Thema Foltermethoden. Lecker. Warum gibt es jetzt eine neue Fahne? Asposien hat doch eine sehr hübsche. Die mit dem lächelnden Phosphos drauf. Keine Ahnung. Er meinte irgendwas mit neue Ära, neue Fahne. Ich habe nicht zugehört. Okay. Okay, also von ihm kriegen Danke wir auch nichts für die Auskunft. Ich helfe doch gern. Ja, dann bleibt wohl nichts übrig, als zu raten oder irgendwas anderes zu finden. Müssen wir mal schauen. Gut, aber ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpasst, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, eure Kunst der Play. Ciao.